Howdy. Kleine Sasi-Pack. Die Nudel hier, die Nudel da. Hier waren wir schon. Wen willst du Nudeln? Ja. Leute, da waren wir schon. Das ist mir egal. Was, hier waren wir? Ach ja, da war ich noch, aber da war ich aber noch nicht. Ups. Seht ihr, es lebt noch, da war ich noch nicht. Schreimt. Das ist eine Logik, mit der kann ich mich anfreunden. Nicht mehr, Jungfrau Mann, wo bist du? Wo seid ihr denn hingelaufen? Ins Nichts. Da. Ich glaube, ich laufe noch ein wenig weiter orientiert. Ja, Jungfrau Mann, zu mir. Ihr seid gerade wieder an derselben Stelle, wo wir eben waren. Ihr Genie. Ich hab's gefunden. Eine Banane. Ich bin schon wieder am Schleichen. Ich zieh einfach meine Kreise und hau eine andere funkelnde Aura rein, so. Du spielst Funkel. Also Discord. Ich hab echt keine Ausdauer. Müll. Spartaner. Welch grässliche Foltern haben hier stattgefunden? Spartanorama. Welch grässliche Foltern haben hier stattgefunden? Du willst es nicht wissen. Versuch nur, mich einzufangen. Ich folge jetzt mal dem Helden der Serie. Ich bin Mr. Cheese. Ich bin der beste Charakter in dieser Serie. Cheese. Mann, muss diese Serie kacke sein. Ganz ehrlich, wer jetzt mir in die Kommentare schreiben kann, aus welcher Serie dieser Spruch eben gerade war, der kriegt einen Keks. Ich kann also nicht noch mehr tragen. Mein Speer. Weg. Ich hatte alle keinen Platz für den Speer, deswegen habe ich ihn genommen. Du, Ali. Hast nicht. Ich hab ihn. Was? Drei Zack der Bösartigkeit, Monsterheilung verhindern. Gab her den. Nicht den Dreizack. Wenn ich eins weiß, dann wann ich den Leuten Zeug klaue. Den dreckigen Dreizack darfst du behalten. Was, der dreckige Dan, wo? Was, Spitzkopf? Ich will diesen Speer! Willst du gar nicht, der ist dreckig, der stinkt. Deine Mutter stinkt. Oh, ich habe einen Wegpunkt gefunden. Okay, dann hast du deinen Eulenspeer. Wo bist denn du? Oh, ich nehme ihn. Nein, ich habe keinen Platz für den Speer. Aber kreischen. Jetzt mag ich nicht mehr der Scheiße. Entschuldigung, ich habe schon dran geleckt. Ja, wenn's nur das war. Auch immer, wenn solche Leute dran sagen, hab schon dran geleckt. Schon mal aus von Zewa-Tüchern gehört? Das Ding ist, bei einem Kuchen funktionieren Zewa-Tücher nicht und bei Keksen auch nicht. Boah, guckt euch das hier mal an. Was? Da ist ein Rubin. Ich hab ihn jetzt genommen. Das hier, das wow. Brett sieht total geil. Was ist das hier? Wow. Da wurde jemand gevierteilt. Cool. Oh, guck mal, da hängen sogar noch Arme und Beine. Und ist das ein Schwanz? Guck mal, ist das ein Penis? Warte, wo? Da, zwischen den... Doch. Da so, das ist ein ziemlich großer Penis. Ah, entweder ist das ein Unterarm oder ein echt verdammt großer Dong. Und wenn sich einer mit sowas auskennt, dann wohl der Paladin. Ja, sein heiliger Knüppel und so. Ich halte euch alle ein. Eine gottgeweihte Kerze. Ich bleib dabei. In keinem Kloster bräuchte man so dicke Kerzen. Ich mache allein deswegen mache ich so ein Kloster auf, wo sowas an der Tagesordnung. Ich fand's geil. Kerzen gießen. Ich find's geil. Ich glaube, ich habe. Ich glaube, ich habe die Macke, dass wenn ich eine Truhe aufmache, dass ich den Inhalt nehme und dann die Truhe einfach anfängt zu brennen. Die Truhe hat auch Gefühle. Du kannst dir doch nicht einfach ihren kompletten Lebensinhalt nehmen. Boah, langsam bekomme ich echt Schaden von den Viechern. Oh, buhu. Langsam drücke ich Schaden. Das finde ich cool. Oh, Gefängnis Level 2. Level 2. In den Müll, in den Müll. In die Tür. Hat jemand mitgezählt, wie viel das Spongebob-Referenz das jetzt war? Ganz ehrlich, wer das macht, Jünge! Mach weiter so. Wow, was ist das denn? Interessantes Gerät. Das sieht aus wie von diesen. Das sieht aus wie bei diesen Astronauten. Hä? Ja. Nein, ich glaube, ich weiß es. Die Leute werden, glaube ich, an dem Ding mit Arm und Bein gefesselt und dann
ausgepeilt. Das war zum Drehen und Wenden gedacht. Alternativ könntest du sie auch so ein bisschen zur Seite rumdrehen und einen Ball über Feuer drunter machen. Konntest du aber auch einfach ein Hähnchen draus machen. Oder das. Was, und haben sie ihre Wäsche draufgehängt. Wer macht sowas? Leute, die Hunger haben. Gutes Argument. Du bist, ich würd's machen. Laganito. Ich bin überladen. Oh mein Gott, Captain Falcons Helm. Falcon Helm, geht mal aus der Tür raus. Ich find's hier in dieser Tür sehr schön. Willst du mir damit sagen, ich bin zu fett? Ich komm raus, ich weiß nicht, was du hast. Ich find's hier in dieser Tür sehr schön. Oh, guck mal, hier liegt sogar noch jemand. Blutlangroter Bogen. Leute, Leute, guck mal, ich hab jemanden gefunden. Ist er nett? Nee. Ich glaube, er ist ein bisschen tot. Ich weiß nicht. Guck mal, da hängt was. Fängt er schon an zu stinken. Ich glaube, der sollte mal duschen gehen. Ach, das ist wahrscheinlich eh nur. Es ist Wurmi. Guck mal, was sie aus Wurmi gemacht haben. Ach, guck, ihr habt Wurmi gefunden? Ja, hier, komm mal her. Er hat Spencer verlassen? Hol, komm mal her. Hier, da liegt Wurmi. Wurmi auf dem Tisch. Hier. Tatsache, Wurmi, was machst du hier? Spencer sucht dich überall. Was? You know SpongeBob. Oh, damn. Warte mal. Dork. Oh, hier, guck mal, hier, die, ich, ja, super, wisst ihr was? Auf dem Tisch hat jemand seine Periode, ganz klasse. Wow. Period. Aus dem Grunde sollten Tabletop-Dancerinnen immer auf ihre Periode achten. I think I'm getting my period. Oh my god, it's in my face! Oh my god, it's in my mouth! Alter, was ist mit dem hier passiert? Hier! Hm? Was? Was ist mit dem hier passiert? Naja, der hängt ein bisschen rum. Ja, der hängt da so ab. Dem fehlt ein bisschen was. Moment. Oh. Das ist das erste Mal, dass ich auf solche Details achte. Das Spiel ist wunderbar detailreich. Das kannst du überall finden, sowas. Ja, da, die. Ja, da, da. Ich glaube, der Champion ist jetzt tot. Wieder rein, lala. Sind jetzt zum Glück noch ein paar da. Dong. Dingel, dingel, dong. Oh mein Gott, man müsste echt SpongeBob-Referenzen in das Spiel einbauen. Ja, echt. So wie wir es die ganze Zeit machen. Ein Spielspiel rein. Oh mein Gott, ich bin mal wieder Mana leer. Oh. Was? Was? Oh Gott, ich hab mich gerade teleportiert. Ich war auf einmal da und dann war ich auf einmal nicht da. Oh, hast du Lags? Also, versteht ihr, was ich meine? Nö. Ja, doch, passiert ab und zu mal. Also dieses Dasein und dann auf einmal da, da. Und dann macht er wieder einen Block zurück und denkt sich, Elibage. Oh, Level 3. Puh, okay, wir kommen doch besser durch als gedacht. Jawohl. Ach. Und Sparta. Ich kann nicht noch mehr tragen. Du liebe Zeit, wie viele Tonnen haben die denn hier? Oh mein Gott, eine gute heilige Kugel. Ich hätte gern zwei davon. Kugel. Ja, ich nicht hätte gerne diese heilige Kugeln. Ja, eben. Kugel, nicht Eier. Ja, gute heilige Kugel. Mal gucken, was die so Gutes hat. Ein Stoßzahnhelm. Wenn man einen Stoßzahn hätte. Also stehst doch auf Zustoßen und so. Vor allen Dingen, wie soll das funktionieren, wenn du das als Helm hast? Naja, kennst du diese Umschnalldinger für den Kopf? Kopfdildos? Das hast du gesagt. Ich weiß. That's what she said. Moment, so, was war das jetzt? Kinder, google das mal. Umschnalldildo für den Kopf. Also called Horn Drop oder was auch immer. Damit wären wir schon wieder bei Kane. Ja. Wäre ja dafür, wir gehen einmal kurz shoppen, oder? Wenn ihr auf mich warten würdet. Ich wurde angeschossen und das macht mir nichts. Ich wurde angeschossen. Ich will jetzt shoppen. Ich lebe weiterhin. Dann geh einkaufen. Ich will shoppen und das vom einzigsten Mann in der Truppe. Also, ich will ja auch shoppen. Auf meinen Scheiß. Ich hab 4 Edelsteine. Die Schweine. Ich hab einen ledierten Rubin. Ich glaube, ich verkauf den. Immer schön vor die Truhe kacken.
Die brauchen wir alle später. Das weiß ich doch, das war nur so spaßeshalber gesagt. Ich möchte meine restlichen 3... Scheiße, will ich jetzt... Okay, ich mach's so. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, bitte. Suchtspiel! Auf zum Geschäft. Auf zum Geschäft. Nee, eher auf zum Glücksspiel, Jünge. Sandy, ich hab da was für dich. Cool. Schmeiß es vor die Truhe. Man nennt sich Artikulation. Wow, mit den ganzen Amethysten, die ich hier habe, könnte ich ein L in meine Truhe reinschreiben. Ein normales L oder ein episches L? Ein normales L. Das epische L, da brauche ich mehr Amethysten für. Oh Mann, oh. Ich mag aber das epische L. Das ist so durchgeknallt. Ah, sorry, Joel. Vielleicht beim nächsten Mal. Ein Ringpanzer für 10.000. Hier kriegst du einen Ringpanzer für 3.600. Ich benutze Eisrüstung kaum. Ich vergesse es immer wieder. Dann lass es doch einfach. Lass es auch. Kannst ja nachher sowieso umskillen. Ja, mache ich auch. Na, ich glaube, ich habe meine Skillung gefunden. Mhm. Ein Vollhelm. Ein Furzbogen. Ein Kurzbogen. Ein Kurzbogen. Was? Wo? Bogen? Kotzen? Dann gehe ich halt wieder zurück. Geil! 10% Chance bei einem Treffer Level 3 Combo Blitz zu zaubern. Wie viel Chance? Nicht so geil, wie es sich anhört. Nicht? Nee. Egal, ist besser als die Stiefel, die ich momentan drin habe. Okay, dann ist es das natürlich wert. Danke, die sorgt nämlich genau dafür, dass ich eine Verteidigung mehr habe. Was? Taktisch, sonst läuft uns der geldgeile Mr. Krabs davon. Okay. Nein. Wenn du vergessen hast. Lass ihn nicht. Dich erzähle die Perle, ne? I know what you mean. Was soll ich dafür geben, um hier in dem Spiel pingen zu können? Ping, 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 ping. Moment, war da was? Moment, es gibt einen Mod für Diablo, da kann man auf die Karte Marker setzen. Ah, ich hab den Dingens. Was, Dinge? Nein, ich hatte die falsche Waffe ausgerüstet. Okay, Period Table. Oh, Sandy hängt schon wieder hinterher. Was seid ihr? Guck auf deine Karte. Gleich stirbt er. Ja. Und dann müssen wir wieder seine Überreste einsammeln. Sag mal, hast du mal die Karte offen, Junge? Karte offen! Du packst das schon, wir haben vollstes Vertrauen in dich, aber lauf bitte nicht in diese riesige Falle rein, die wir im Weg übergangen haben. Wir stehen hinter dir, ganz weit hinter dir. Oder vor dir, so genau kann ich durch die Sackgasse nicht sehen. Ich hab dich auf den Weg getroffen, jemand der alles total böse zu mir. Haben die dir kein Free Candy angeboten? Nein! Ich mag die Monster nicht. Voll also schnell. Hier geht's zum Kloster, wenn ihr wollt, ne? Ich muss aber nicht zum Klo. Katholisches Schulmädchen. Hallo. Ja, hey, Blauarschjude, ich bin ja schon unterwegs. Knabenchorsänger. Je nach Vorliebe. Ja, bin ja schon unterwegs, Blauarschjordel. Schön, dass er auf die Chorknaben reagiert. Ja. Bevor du da noch total am Verzweifeln bist. So. Ach, wie lang war ich schon hier nicht mehr? Blockierte Tür! Mal. Also das letzte Mal, dass ein Kind missbraucht wurde. Andere Geschichte. Also ich glaube, wir wollen da noch nicht rein, oder? Wollen wir nicht? Why not? Okay. So lange dürfen wir noch nicht... Habt ihr die Tür hinter mir zugemacht? Das Motto, du machst das schon! Denkt ihr dran, was damals mit dem kleinen Timmy passiert ist? Oh mein Gott, nicht der kleine Timmy! Nach dem Motto, du machst das schon! Oh shit. Das ist halt doch wahnsinnig. Vor allen Dingen kommt jetzt das richtige Strong Stuff. The good stuff. Nicht so runter. Ein Hilfe, schaut den nämlich. Danke. Oh yes. Hallo Knochen. Nein, das ist meiner, geht weg. Boah, man hat den goldenen Knüppel. Goldenen Klopfstock. Ich hab das in Rubin hingeworfen. Der hat sich seine Knüppel vergoldet lassen. Nö, der taugt aber nix. Ist mir egal. Dieser goldene Knüppel. Oh.
Doch, kann ich aber. Saphir und Knippel. Oh, da ist die Tür. Da geht's runter. Ich bin nett. Ja, aber weiter, warte mal. Hä? Ups. Dinge? Hier lebt doch garantiert noch irgendwo was. Natürlich. Machen wir die Seitentüren auf. Was? Hey. Ja, hier lebt doch was wohl. Mhm. Wo sind sie denn? Okay, hey! Hier kämpft gerade jemand. Ich glaube, hier gibt's noch was. Hier lebt noch was. Hier waren wir noch nicht. Und jetzt das ist alles war gut. Irgendwie mager. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir sind ein bisschen überlevelt, oder? Moment mal. Ich hab das Gefühl, die Viecher erinnern sich an uns. Warte, Leute, ich kann das lesen. Ich kann das hier lesen. Was? Ich kann das hier an der Wand lesen. Okay, einen Moment. Also. Typ auf Pony will aufs Klettergerüst. Leute im Klettergerüst mögen das nicht. Deswegen sagen sie jemandem, dass er sich erhängen soll, was auch da dann auch tut. Dann kommen mehrere Leute und wollen aufs Klettergerüst. Und jetzt haben sie auf dem Klettergerüst eine Rutsche erbaut. Oh, und da drüben kommt Hekarim. Der große Klettergerüstkrieg beginnt und auf einmal ist das Klettergerüst auf einem Regenbogen. Und das hier kann ich nicht erkennen. Das sieht aus wie ein Pony mit einem abgetrennten Kopf. Moment mal. Das kopflose Brotmobil? Lecker. Ich geh schon mal runter. Bye bye. Wollen wir wirklich schon weiter? Ja, ich hab noch nicht kuschtig. Okay. Wieso nicht? Mundmonster. Ach, guck mal. Ich hab die Zombies gefunden. Ach, du kacke die Dinger. Oh, kacke die Dinger. Ich muss doch gleich wieder Musik anmachen. Burp. Oh, wow. Oh, wow, was für ein Mensch. Die sind ja so niedlich, wenn sie amok laufen. Außerdem, das Interessante... Stirb, Schamane, stirb. Das Interessante ist, ich hab noch keinen einzigen Part davon hochgeladen. Ist doch gut, da hast du mal endlich einen richtig Hammervorrat. Gefällt mir. Wir könnten das auch komplett aufnehmen, bevor du überhaupt anfängst, das hochzuladen. Und alle pissen sich darauf. Oh yeah. Wie ein richtiger Huntsman-Skill, einfach in die Menge schießen. Ach scheiße, ich hab schon wieder ein Level ab. Irgendwas mach ich falsch. Wow. Zweihänderschwert. Eine Rondache. Schön. Wartet auf mir, ich muss erstmal. Aber noch ein blaues Zweihandschwert. Wow, ich habe so viel Zeug gerade. Okay, ich kann heulen, cool. Was war's denn Amumu-Modus? Das ist der traditionelle Paladin-Kirchengesang. Nicht da. Ich dachte, der ging ja. Nein, das ist. Aua, nein. Ja, das war für die Kastraten. Eine gute heilige Kugel. Was ist eine heilige Kugel? Naja, also. Egal, sie sind hier zum Schiffen hinsteht, lässt er die Glocken läuten. Das ist dann eine gute Kugel. Was? Wie? Eine heilige. Ja. Eine heilige Kugel. Das klingt wie ein Sexspielzeug. Ja, du bist Kugel und so. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, was das ist. Hey, ich darf das wissen. Wir haben einen Sexshop in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich dich dafür bemitleiden oder beneiden soll. Kommt drauf an, soll ich dir was besorgen? Nein. Aber generell, dass es sowas bei euch gibt. Eigentlich haben wir einen Großmarkt und einen kleinen. Ach, du hast sogar noch die Wahl. Dann haben wir noch ein Sexkino. Ja, schön. Ich finde es interessant. Die sind in der Gegend von der Reeperbahn, aber ich kann auch sehen, was wir bei uns haben. Hallo, ich bin. Ich wohne nicht in Hamburg. Stampi, komm das nächste Mal zu mir. Wir gehen mal auf die Reeperbahn. Ja, aber sowas von nicht. Angst, es könnte dir gefallen.